Hallihallo, Grinders Gaming hier, nächste Folge Starbound. Wir sind an den nächsten oder immer noch an den gleichen Peacekeeper-Kopfgeldern, weil ich in der letzten Folge ein paar Problemchen hatte, mit dem Mech im Weltall rumzuflattern und ich hoffe sehr, dass sich das jetzt mal ein bisschen legt und ich nicht heute noch 50.000 Mal durchs All flattern muss. Das ist echt nicht so meine Lieblingssache an der Mech-Geschichte. Aber wenn es so ist, hilft nichts. Dann müssen wir trotzdem durch. Wir können es nicht ändern. Wir können nur darauf hoffen, dass es sich vom Spiel her aus ändern wird. War das verständlich Deutsch? Ich hoffe. Ja. Gut. Wir gehen jetzt aber auf jeden Fall ein paar Leute kloppen. Oder auch nicht. Ah, ich muss aufmachen. Da unten wahrscheinlich. Am Knöpfchen. Oder am Schalter. Das geht natürlich auch. Ja, gut. Tür ist offen. Jetzt werden hier ein paar böse Buben verklöppelt und natürlich angezündet mit meinem coolen Schwert. Hör mal auf, hier rumzuballern, ey. Komm mal da runter. Was ist das für ein Benehmen? Du kannst nicht auf dem ganzen Inventar rumeiern hier. Oder Interieur. So, ab in Knast jetzt, komm. So, Quest complete. Sehr schöne Sache. Dann beamen wir wieder hoch. Dann müssen wir zu den Peacekeepern. Und dann holen wir uns wahrscheinlich gerade die nächste Fuhre Quests ab. Und hoffen, dass sich das Rumflattern mit dem Mech in Grenzen hält. Wer weiß, wer weiß. Wahrscheinlich nicht. So. Ich muss dringend irgendwie Sprit holen. So langsam. Ja, wird schon, wird schon. Jetzt gehen wir kurz zu den Peacekeepern. Da kriegen wir jetzt noch ein bisschen Kohle. Dann haben wir so wahrscheinlich wieder beinahe 20.000. Dann gehen wir in den Outpost, verkaufen noch die ganzen Knarren und alles hier im Inventar, was ich nicht brauche. Und dann kaufen wir noch ein bisschen Sprit. Das ist ein guter Plan, denke ich. Also jetzt muss ich in die Richtung. Okay. Genau. Ja, die neue Peacekeeper Station wieder. Hallöchen. 6000 Pixel. Sehr geil. Nochmal 6 Kopfgelder. Krass, ich hätte gedacht, wir kriegen jetzt wieder das letzte. Okay, dann nehmen wir die halt an. Ja, da muss ich aber definitiv, da muss ich definitiv Sprit kaufen. Also da komme ich ja sonst, da komme ich ja sonst gar nicht mehr rum. Übel. So, Outpost-Gebäude. Gut. Da wären wir. Oh ja. Dann gehen wir mal gucken, was wir da für so kriegen. Für das ganze Zeug. Verkaufen. Spitzhacken weg. Hose. Das Zeug. Den verkaufe ich auch wieder. Der war jetzt nicht so bolle, dieser Lasercaster. So, 7000 Pixel ist in Ordnung. Nehme ich mit. Vielen Dank. Ist sonst noch was, was ich verkaufen kann hier? Nee, das nehmen die ja eh nicht, stimmt. Naja, die Luftschleuse, die Waffenkiste. Die Setzlinge behalte ich. Ja, das war's, glaube ich. Ich muss mal gucken, aber der Terramarkt nimmt auch keine Baumaterialien an, ne? Nee, nimmt niemand an. Okay, hier gibt es die ganzen Eier für Viehzeug. Gras wachsen zu lassen, blumiges Gras. Ja. Okay. Gut, hätte ich das auch mal abgecheckt, richtig? So. Jetzt habe ich natürlich keinen Sprit gekauft, sondern bin gleich wieder zurückgeeiert. Dann laufen wir halt nochmal. Achso, das Zeug war giftig, da war was, stimmt. Naja, so wie es aussieht, kriegt man hier keinen Schaden, das ist gut. So, Erchius Treibstoff.
Wie viel kosten mich 2000? Achso, ich kann nicht mehr wie 1000 kaufen. Na, dann machen wir hier halt jetzt einfach mal so. Ich kann es wieder nicht. Also ich muss wieder auf den Treibstoff klicken. 3000 Treibstoff. So, 4000 Treibstoff. Gut. Perfekt. So, dann nehmen wir schon mal die erste an und gehen wieder aufs Schiff. Geht eigentlich noch vom Preis her, wenn man ein bisschen Kohle auf Tasche hat. Wenn, ne? Wenn. Wenn man halt keine Kohle auf Tasche hat, ist es ein bisschen schwierig. Aber damit sollten wir jetzt wieder ordentlich rumkommen. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Und so wie es aussieht, muss ich hier für zwei Aufgaben schon mal nicht springen. Aber halt wieder mit dem Mech raus. Das finde ich natürlich sehr schön. Ja, nee, lieber nicht, eher nicht. Hilft nichts, müssen wir durch. So, runter mit uns. Ein Midnight-Planet. Bolzenknolle. Bolzenbirnsamen, okay. So, dann gucken wir wie immer nach der Target-Signature. Das kennen wir ja schon, das Prozedere. Da ist der Scout, den müssen wir killen. Jesus Maria, was bist du denn? Ach du heilige Mutter. Ich kenne das Viehzeug hier halt noch nicht so. Da rollt der Kopf. Cool. Okay. Oh, was haben wir hier? Ein starkes Licht aussendet. Nee, nee, nee. Danke, nee. Ich lasse das drin, was ich gerade drin habe. Es gibt auch ein bisschen Licht von sich. Was zur Hölle ist das Zeug? Haha. Anfänger. Oh. Ih, Babylarve. Was habe ich hier wieder für Zeug aufgehoben? Was kriegt man hier? Wahrscheinlich auch Larvenzeug. Ja, Babylarven. Ach Gott, ey. Geilomat. Wo ist das Zeug jetzt? Eine Alien Babylarve. Es ist klein, matschig und wehrlos. Handwerksmaterial. Ja, okay. Bienenstockblock, was zur Hölle ist hier los? Dieser Planet ist sehr, sehr merkwürdig. Holla, die Waldfee hält der viel aus. Auf eine Birne. Oh, ja, man sollte in die richtige Richtung schlagen, sonst wird das nichts. Hör halt auf, du. Ich glaube, du spinnst, ey. Brutal, ey. Brutal. Warum zur Hölle hält der so viel aus? Junge, Junge, Junge. Übel. Heftige Sache. Der hat ja richtig reingezunden gerade. Uiuiuiui. So, weiter geht's. Gucken wir gleich, was das sein könnte. Wahrscheinlich ist es noch die letzte. Das wäre natürlich jetzt nicht so pralle. Ist es natürlich. Nee. Gut, dann hüpfen wir jetzt da trotzdem runter. Vielleicht schaffen wir es ja, vielleicht schaffen wir es aber auch nicht. Ist ja wieder meine Lieblingstätigkeit und Beschäftigung. Fängt auch schon wieder sehr stark an hier mit den Leuten oder mit den Gegnern. Naja, wenigstens trifft er nicht, wenn ich in Bewegung bleibe. Sehr gut. Oh nö, ey. Das Zeug kommt alles wieder von hinten angeflattert gerade. Na, hier ist Ende im Gelände. Sehr schön. Das heißt, ich muss wieder nach oben. Oh. Diese Begrenzung vom All finde ich irgendwie nicht so geil. Aber ja, wäre wahrscheinlich auch ziemlich komisch, wenn man hier einfach unendlich in irgendeine Richtung fliegen würde. Das ist natürlich auch irgendwie irgendwo verständlich. So, wir haben es ja überlebt. Gerade noch so. Bisschen mehr wie halbe HP. Beziehungsweise Energie.
Ich hoffe mal, dass sich das hier einfach alles ein bisschen in Grenzen hält. Oder auch nicht. Nicht hinten dran fliegen. Oh mein Gott, was mache ich denn, ey? Das war wieder richtig stark auf jeden Fall. Yeah. Weg, 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 weg. Nicht schießen, das ist nicht sehr nett. Ja, geh kaputt. Das ist besser. Wo ist er? Da kommt er. So, hinfort. Gib mir mal ein bisschen hier Energie. Da ist noch irgendwas. Ja. Oh nö, ey. Ja, ich glaube, hier komme ich nicht mehr lebend raus. Oder mein Mech auf jeden Fall. Aber ich probiere noch ein bisschen was kaputt zu machen. Damit ich es gleich im zweiten Versuch ein bisschen einfacher habe. Nee, ganz knapp, ganz knapp. Beinahe wieder da reingeflogen, ey. Oh, übel. Oh Gott sei Dank. Holla, die Waldfee. Hallo. Wayward Tiger Kartell. Weg mit dir. So, was zur Hölle ist das hier für Zeug? Ach so. Ach, da muss man sich hochkatapultieren lassen. Da ist offen ins All raus. Cool. Coole Sicherheitsvorkehrungen habt ihr hier. Komm, hör auf mit der Schießerei. Kämpf. Richtig. Mit Nahkampfwaffen gegen mein Flammenwerferschwert. So. Search for clues. Nischt. Da oben vielleicht. Was ist das denn? Ah. Immer noch nichts. Da. Voll hätte ich das gewusst. Hätte ich das gescannt und wäre einfach wieder gegangen. Naja. Passt schon, passt schon. Gut. Wo geht's jetzt hin? Gehen wir gleich nebendran. Ist nicht so weit weg. Obwohl das bei dem FTL-Sprung eigentlich überhaupt gar nichts ausmacht. Aber so die ganze Zeit im Zickzack springen. Und hier sind wieder zwei Aufgaben, also von dem her. Ist das ja gar nicht so verkehrt. So, Landeanflug. Schnell was schnabulieren. Oh Mann. Ich habe zu viel Essen. Alles geht kaputt. Landung. Ich muss die Steaks auch noch kochen. Bevor die kaputt gehen. Hallöchen. Zu euch wollte ich eigentlich nicht. Trotzdem nett, dass er sich darüber freut, dass Besuch kommt. Finde ich jetzt ziemlich cool. So. Da vorne ist schon irgendwo Geballer. Nicht hinliegen. Looten. Schieß doch nicht auf mich. Was ist das überhaupt für eine Freizeitbeschäftigung? Ey, vor der Tür stehen und auf Leute schießen. Ich glaube, ich spinne. Die haben doch echt nicht mal eine Latten am Zaun. Hallöchen. Und tschüss. Da. Perfekt. Und noch mehr Search for Clues hier unten. Dann gehen wir halt gucken, was da noch so zum Searchen ist. Oh. Ein Viech. Was war das für ein mutiertes Shiggy? Ich muss noch weiter nach unten. Okay. Okay, okay. Dann fräse ich mich einfach mal durch den Schnee durch, weil das funktioniert ja auch so gut, wenn der die ganze Zeit nach unten fällt. Das passt schon irgendwie. So. Wie weit muss ich denn da jetzt noch? Oh oh. Ah, das Boden drunter, okay.
Steinchen hört auf, mich zu nerven. Oh. Weg mit euch. So. Oh. Nicht jetzt. Ich muss hier noch ein bisschen looten. Ach, hier komme ich gar nicht rein. Okay, da muss ich von der Seite. Obwohl, die Tür ist zu, oder? Nee, die geht auf. Okay. Die würde ich ja gern mitnehmen. Jetzt aber. Hecken. Okay. Schauen wir mal, wo wir landen. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Hier steht ein Fahrzeug rum. Was kann ich da machen? Nicht viel auf jeden Fall, so wie es aussieht. Holla. Okay. Ja, gewöhnungsbedürftig. Ich würde es auf jeden Fall sehr cool finden, wenn es sowas als Planet geben würde. Das wäre mega. Das wäre mega. Einfach ein komplett verpixelter Planet. Ich kann hier was abbauen sogar. Oh, schade, man kriegt nichts. Och, Mann. Ist das nicht sogar ein Planet? Wenn ich jetzt hier hin... Nee, ich habe gehackt. Stimmt, ich bin jetzt in den... Ich bin wahrscheinlich in den PC rein. Na, komm, weg mit dir. Es sieht alles ein bisschen arg komisch aus, aber die Figuren sind auch ein bisschen größer. Und ein bisschen klobiger. Und was auch immer das sein soll. Wahrscheinlich einfach nur Pixel... Pixel in Space Invaders oder so. So, wo könnte der Typ hocken? Hier unten vielleicht? Na? Hallöchen. Bleib weg mit deiner Schaufel, ich sag's dir. Was ist das? Ah. Dachte gerade, das wäre irgendein komisches Energiefeld. Da unten ist er. Perfekt. Ich habe sogar richtig geraten. Sehr schön. Das wird hier immer abgespaced, dieses Spiel. Ich sag's euch. Ja, erlebt man echt Dinge. Oh oh. Der schießt mit was Großkalibrigem. Oder mit irgendwas, was wahrscheinlich Schaden macht. Obwohl, geht eigentlich. So, ich nehme dich fest, ne? Tschüss. Perfekt. Können wir direkt raus teleportieren eigentlich? Oder wir können hier runter gehen. Da ist das so eine Spuckpflanzenabbild. Und hier raus. Beamen. Cool. Oh, mein Finger. Autsch. Ich sollte aufhören, an meinen Fingern rumzuspielen. Bis ich mir dann doch noch einen Finger breche beim Fingerknacken. Mama hat früher schon immer gesagt, das ist nicht gut für die Finger. Aber... Anarchie, man macht's halt trotzdem, ne? So, kann ich hier schon rausporten? Kann ich, sehr gut. So, dann gucken wir mal, wo wir jetzt hineiern müssen. Da ist ja noch ein Planetchen, da flattern wir hin. Das ist wieder ein Midnight-Planet. Da werde ich dann wieder irgendwelche ekligen, was weiß ich was, Viecher finden. Wahrscheinlich. So. Dann wären wir gleich da. Ich futter noch irgendwas. Die Yoda fängt schon an, stinkig zu riechen. Dann schmeißen wir die weg. Ja. Okay, ich bin übersättigt mal wieder. Das ist natürlich doof. Viel zu viel Essen dabei. Naja. Voller Bauch die ganze Zeit ist auch nicht verkehrt. Verhungert unser Roboter wenigstens schon nicht. Oder unser Glitch, wie sie ja hier heißen, diese Rasse von Aliens. Oder Außerirdischen. So. Killu auf der anderen Seite vom Berg. Oder im Berg. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ich probiere mal oben rüber zu gehen irgendwie.
Jawohl. Oh, und der Platine springe ich jetzt nicht hinterher. Die hole ich auf dem Rückweg. Nicht. So, Batterie, vielen Dank. Sehr nett von Ihnen. Batterien kann man immer brauchen. Da ist er. Hallöchen. Hör auf. Der andere hat auf jeden Fall mehr reingezündet. Habe ich so das Gefühl. Gut, das hätten wir. Schön, dann beamen wir uns wieder hoch. Wie man sieht, ich habe die Platine geholt. Bin stolz auf mich. Irgendwann fehlt mal eine und dann beiße ich mir in den Hintern, deswegen, weil ich die da liegen lassen habe. Aber darüber muss sich mein zukünftiges Ich Gedanken machen. Oh, hier sind wieder zwei Aufgaben. Okay, hier auf jeden Fall auf so einem Planetchen. Da wahrscheinlich auch auf dem Planet, ja. Sollten wir halt nur noch gucken, welche das auch ist hier, die wir jetzt machen wollen. Dazu muss ich nochmal hin. Okay, es ist die richtige. Jackpot. Hinsetzen muss ich mich trotzdem nochmal. Genau, dahin wollen wir. Na. Kann man eigentlich auf diesen Gasdingern landen? Nee, man kann nicht mal hinfliegen. Okay. Hab mich gerade gewundert. Habe ich, glaube ich, noch nie ausprobiert bis jetzt. Aber die Antwort ist nein. Wissen wir es auch fürs Protokoll. Kill Judge Me. Wo auch immer der ist. Wahrscheinlich auf dem nächsten Buckel oben irgendwo. Oh. Au. Ja, hallo. Du Lumpensäckel, du. Ja, da oben wahrscheinlich. Aua, wahrscheinlich. Na, bauen wir. Oh Gott, oh Gott, oh nein! Blöder Schnee. Ich habe eine Lawine ausgelöst. Das war natürlich alles mit Absicht. Total. Es hört hier aber auch nicht mehr auf. Das Einzige, was ich wollte, war nach oben. Jetzt habe ich hier aus Versehen den halben Berg abgebaut. Naja, passiert. Was willst du machen? Bin nicht der Erste, der eine Lawine ausgelöst hat. Wahrscheinlich auch nicht meine erste Lawine. So wie ich hier schon irgendwo teilweise Schnee abgeholzt habe und irgendwo wahrscheinlich irgendwelche anderen Mobs runter vergraben habe. So, hochbeamen. Gut, 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 gut. Dann gucken wir mal. Die nächste war ja gerade nebenan. So ziemlich. Da. Und zwar ist das wahrscheinlich Boki oder Buki. Und dann noch der Old Sin Hammer. Der Old Sin Hammer. Sehr gut, sehr gut. So, noch schnell was futtern, bevor wieder alles kaputt geht. Hier die Wattsuppe. Perfekto. Ja, liebe Leute, dann bin ich aber für heute raus. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid mega geil und ich hoffe, ihr werdet jeden Tag ein Ticken geiler. Wenn ihr Bock habt, schaut auf dem Kanal vorbei, lasst Likes, Kommentare, Abos da, drückt aufs Glöckchen, aktiviert das Glöckchen. Ich habe keine Ahnung, ob ich gerade alles in der richtigen Reihenfolge gesagt habe, ob es Sinn gemacht hat. Ich habe gerade komplett braindead vor mich hingelabert. Ist egal, solange ich Danke gesagt habe und gesagt habe, wie geil ihr seid. Und ich bin jetzt raus, ich laber nicht viel länger, wird eh nicht besser. Haut rein, man hört sich. Ciao, ciao.